Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Spaß am Sparen, zu unserem Video am Sonntag. Und zwar werden wir wieder eine Runde spielen. Und ja, bevor wir spielen, habe ich wieder Post bekommen. Yippee-yay. Und die werden wir jetzt wieder gemeinsam auspacken. Hier habe ich noch nicht die Adresse abgedingst. Das werde ich mal schnell machen. So, genau. Nämlich habe ich Post bekommen, ein Tauschpäckchen von der lieben Conny von Budget Magic. Wie ihr hier vielleicht schon unschwer erkennen könnt. Und da schauen wir mal rein, was die liebe Conny uns da eingepackt hat. So, ich werde das Ganze einmal hier rausnehmen. Das ist ein bisschen meine Güte. Das ist aber eine Menge. So, Karton kann weg. Öffnen und freuen. Ich zieh das mal so hier raus. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was hast du mir denn da alles eingepackt? Oh, krieg ich ja wieder voll das schlechte Gewissen. Oh mein Gott. Aha, ich hatte mir irgendwas ausgesucht. Ich weiß nicht mehr, was das war. Oh mein Gott, oh mein Gott. So, ein süßer Blog. Liebe Andrea, vielen lieben Dank für das Tauschi. Ich habe mich riesig darüber gefreut. Liebe Grüße, Conny. Und ein süßer Osterhasi-Blog. Oh mein Gott, ist das süß. Guck mal. Oh, das ist fein. Da haben wir gleich einen Blog, den wir nutzen können. Weil ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja immer Blöcke liegen, aber ich nutze sie nicht. Und die lasse ich gleich hier liegen. Die nutzen wir gleich, wenn wir unsere Spiele spielen. Und guck mal, ein Stift passend dazu. Budget Magic. Ist ja auch eine mega coole Idee. Dann, guck mal, wir sind schon perfekt ausgerüstet. Ein Block, ein Stift kann losgehen. Mega cool. Oh mein Gott, was hast du denn hier alles reingepackt? Was ist das? Gummibärchen. Mensch, also mit dem Branding? Wow, alle Achtung. Budget Magic Gummibärchen. Wisst ihr was? Mir ist gerade danach. Ich brauche Zucker. Sorry, dass ich die Tüte gleich köpfe. Und ich weiß, man isst nicht im Video, aber ich brauche das gerade. Ich habe einen ganzen Tag Päckchen gepackt. Und falls ihr noch auf eure Bestellung wartet, wir sind fast aufgeschlossen. Die letzten gehen jetzt am Montag in den Versand. Und dann sind wir ajour mit allem. Yes. Das war der Wahnsinn. Es war echt, echt, echt der Wahnsinn. Also wir hatten wirklich beim letzten Restock oder Release oder wie auch immer ihr es bezeichnen wollt, echt, wir hatten innerhalb der ersten 24 Stunden hatten wir knapp 200 Bestellungen. Und auch die Tage danach ist es hat... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich danke euch von ganzem, ganzem, ganzem Herzen. Hätte ich so echt nie mit gerechnet. Und wir waren echt am Rudern. Also wir waren wirklich am Rudern. Wir haben echt die letzten 3 Tage durchgepackt wie die Bekloppten. Wir haben Ende letzter Woche schon angefangen zu packen. Ja, also am Donnerstag habe ich die ersten verschickt. Freitag, dann Wochenende hatten wir was vor und die Zeit habe ich mir auch genommen und ich denke mal, das ist auch legitim. Und dann ab Montag ging es weiter und jetzt sind wir wirklich ajour. Also jetzt, jetzt haben wir wirklich den Rest. Heute ging nochmal was in den Versand. Also in dem Fall, wenn ihr es seht, gestern, ne, ich filme es ja am Samstag und dann Montag geht der letzte Rest raus. Also zumindest mit Stand jetzt, ne, aber dann sind wir zumindest wieder vom Datum her aufgeschlossen und dann ist die Versandzeit auch wieder naheliegender zum Bestelltermin. Aber mein lieber Scholli, also ihr, ihr habt es gerockt, echt eben. Ihr habt, ja, und ich bin auch so dankbar, dass ihr auch den neuen Shop so annehmt. Also ganz, ganz, ganz lieben Dank an alle, die schon gleich gesagt haben, ich hüpfe rüber, ich bestelle direkt in dem neuen Shop. Mega. So, warte mal, ich komme mal kurz das Gummibärchen runter. Ich fühle mich sonst irgendwie schlecht, wenn ich euch hier was vorschmatze. So, fertig. Sorry, tut mir leid. So, das aber nur als kurze Side-Note. Jetzt so, packen wir aus. Wir gucken mal. Oh, was haben wir denn hier alles? Brombeeriges Vergnügen. Sweet Apple. Ach, guck mal. Da kriegt man auch gleich Lust auf Frühling und Sommer.
So ist es das. So, wie war eure Woche bis dato? Wie war eure Woche? Erzählt mal. Stressig, entspannt, habt ihr irgendwas Schönes gemacht, irgendwas Schönes, Besonderes erlebt? Und heute Sonntag, habt ihr irgendwas Besonderes vor? Ja, wie gesagt, wir haben für morgen noch mal ein bisschen Päckchen packen vor. Hier wollen wir morgen mal, wenn das Wetter mitmacht. Heute war es ja ganz schön, da hatten wir nicht so viel von. Aber wenn das Wetter morgen schön ist, also wenn ihr seht, Sonntag heute in dem Fall, oh, diese Zeitsprünge machen mich immer kirre, ne? Dann wollen wir auch mal wieder ein bisschen raus in die Natur. Ja, so, brombeeriges Vergnügen. Ich mag ja Brombeeren und dieser Ton ist so mega schön. Ich liebe Brombeertöne. Richtig cool. Guck mal, oh mein Gott, ist die süß. Ist die putzig. Zahle für jedes süße Teilchen 5 Euro. Da können wir würfeln, da können wir rubbeln. Können wir nochmal würfeln. Da haben wir eine Tombola, hier mit den Losen dazu. Und hier können wir auch nochmal abstreichen in dieser süßen Brombeere. Die sieht so lustig aus. Mega cool. Ich glaube, das hatte ich mir auf jeden Fall ausgesucht, weil das fand ich richtig schön. Und wie gesagt, ich liebe ja so Brombeertöne. Das ist eine richtig, richtig schöne Farbe. Ne, ich fummel das jetzt nicht wieder da rein. Das kommt nachher in meinen Ordner. Ich habe mir einen ganz, ganz tollen Ordner angelegt für meine Challenges und Sparspiele. Die sind jetzt alle sortiert. Ich bin so stolz auf mich. Ich zeige euch den nachher noch, falls ich es nicht vergesse. Falls ich es doch vergesse, dann erinnert mich dran. Dann zeige ich es euch im nächsten Video. Aber richtig cool. Also da habe ich jetzt voll den Überblick. Da freue ich mich mega. Ich stecke mal den Stift gleich da rein, dass er nicht verschwindet. So, Sweet Apple. Ich bin schon wieder, ihr merkt, ich bin schon wieder all over the place mit meinen Sprüngen in meinen Gedanken und in meinen Worten. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Aber ihr seid es ja mittlerweile von mir gewohnt, oder? Das ist ja nichts Neues. So, Sweet Apple. Bleiben wir gleich fruchtig. Guck mal, der süße Apfel. Guck mal hier, lecker mit Karamellsoße. Yum, yum. Ah, voll schön. Guck mal, hier können wir würfeln, ruppeln, abstreichen, noch mehr würfeln. Oh, guck mal. Nochmal abstreichen, Tombola, dann haben wir hier noch ein, was ist das, ein Rätsel? Apfelsaft, Apfel, achso, können wir wahrscheinlich abstreichen, da steht hier bestimmt unten, ja, vielleicht sollte man auch wieder lesen. Rufe zuerst einen goldenen Sticker frei, darunter befindet sich ein Buchstabe. Rufe anschließend einen schimmernden Sticker frei, spare pro Buchstaben den Betrag für Buchstaben, welche nicht unter dem Rubbelsticker sind, spare jeweils 2 Euro. Sorry, mein Gehirn ist gerade irgendwie so, Gehirn sagt, Computer sagt, nein, Moment, ich muss erstmal meine Festplatte kurz resetten und nochmal kurz in mich gehen. Goldenen Sticker frei, darunter befindet sich ein Buchstabe. Rubbel anschließend einen schimmernden Sticker frei, spare pro Buchstaben den Betrag. Achso, da ist ein Betrag drunter. Ah, also ich gehe davon aus, da ist ein Buchstabe drunter, dann gucke ich hier und dann streiche ich die Buchstaben jeweils ab und spare den Betrag, der da drunter ist. Und falls der Buchstabe nicht da drunter ist, dann spare ich 2 Euro pro Buchstaben. So habe ich es jetzt verstanden. Oh, aber mein Gehirn ist auch gerade wieder... Es ist wieder so typisch, ne? Es ist so typisch. Es ist 20.27 Uhr, Samstagabend. Ich habe den ganzen Tag irgendwie vor mich hingewurschtelt und drehe jetzt ein Video. Was soll dabei rauskommen? Aber gut, it is what it is. Auf jeden Fall ist die auch mega, mega hübsch. So, die Äpfelchen und die Brombeerchen packe ich einmal kurz aus Seite. Dann haben wir einen süßen Osterhasi, Häslein Hüpf. Ach, da gab es doch früher mal so ein Kinderlied, ne? Ich fange jetzt nicht an. Häschen in der Grube. Oh. Wer kennt's noch? Häschen in der Grube. Häslein hüpf. Oh, guck mal, wie süß. Eine Klappkarte. Würfel und spare die Augenzahl. Und dann haben wir hier oben süße. Oh, guck mal, wie die. Oh, der ist ja süß. Oh mein Gott. Hier können wir nochmal rubbeln. Und da unten können wir dann nochmal abstreichen. Und die Farben. Ich liebe, also, ich glaube, ich wiederhole mich, aber
Das ist, glaube ich, warum ich Ostern so liebe. Wie gesagt, wir haben jetzt mit Ostern religiös nicht wirklich was am Hut, aber so diese Farben, diese ganzen schönen, kräftigen, aber trotzdem irgendwie pastelligen Töne, ne? Oh, das liebe ich ja so. Ich finde immer nach den langen, dunklen, kalten, usseligen Winter ist das immer so, so schön. So, Tropical Island. Jetzt wird es gleich sommerlich. Schwupp. Tropical Island. Guck mal, diese wunderschönen hawaiianischen Schönheiten hier. Die Surfbretter. Oh, die Farben sind aber auch mega schön zusammen, ne? Dieses Mint mit diesem Rosa zusammen. Tolle Farbkombi. Tombola, Würfeln. Hier unten können wir wieder abstreichen. Da können wir rubbeln. Können wir auch nochmal abschließen. So, White Orchid Tombola. Mit diesem wunderschönen weißen V hier. Ist es ein V? Ich denke mal, es ist ein V, ne? Zum Eintragen. Dann zum Würfeln. Hier mit diesem hübschen Schwan. Voll schön. Und dann haben wir noch einmal zum Rubbeln. Auch richtig elegant, ne? Voll schön. Ah, ich freue mich. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Was haben wir hier noch? Floro. Oh mein Gott. Da kriege ich ja gleich wieder einen Milcheinschuss. So. Schwupps. Guckt euch das doch mal an. Ist das nicht herzallerliebst? Dieses fluffige kleine Häschen in der Blüte. Oh mein Gott. Das hat Mama zu mir gesagt. Hier ist wieder, denke ich mal, zum Losen. Genau, Flauschi. Oh mein Gott. Oh, was machst du? Die sind ja wohl mal der Oberknaller, oder? Die sind ja wohl mal so Zucker. Oh, Conny. Flauschi und Flo. Flora, Flauschi und Flo. Oh mein Gott. Wir hatten ja früher auch ganz viele Hasen und Kaninchen, ne? Und Meerschweinchen. Oh, ich liebe das ja auch. So süß. Oh, zum Rubbeln und zum Würfeln und zum Abstreichen. Oh mein Gott, sind die süß. Da mag man gar nichts drauf machen, ne? Also ich mag hier echt nicht raufschreiben oder so, weil die einfach so zauberhaft sind. Guck mal. Oh mein Gott. So, genau, das hatte ich mir auch ausgesucht. Holy shit, I did it again. Ja, die Strafe fürs Shoppen. So, einmal raus, einmal die Lose. So, hier haben wir nämlich, guck mal, ein Spielfeld. Holy shit, I did it again. Wo man hier rumgehen kann, da gibt es dann einzelne Ereignisfelder wieder. Ziehe einen losen Sparer, den vollen Betrag oder die Quersumme, spiele die Würfel-Challenges, nutze einen Würfel deiner Wahl. Zeit für Strafe. Ja, schau auf der Strafgebührenkarte nach, schreibe deine Rechnung und spare den Betrag. Wenn du nicht geshoppt haben solltest, spare pauschal 5 €. Was relativ selten vorkommen wird, wahrscheinlich. Ach ja, ich habe auch schon wieder geshoppt. Ich habe schon wieder bestellt bei Diamond Art Club. Da kam so ein neues Diamond Painting raus, was ich war. Ich habe mich so verliebt und ja. I did it again. Ja, man muss sich auch mal was gönnen, ne? So, holy shit, I did it again. Wir haben das tolle Dashboard hier. Und dann haben wir hier einen hübschen Tracker. Und dann haben wir hier die besagte Karte. Oh mein Gott, die ist aber auch sehr, sehr elegant hübsch, ne? Guck mal hier, Strafgebühren, die Strafgebührenordnung. Du hast schon wieder geshoppt. Was war es diesmal? So eine coole Idee. Schreibe deine eigene Rechnung und spare entweder den vollen Rechnungsbetrag oder die Quersumme. Spar-Challenge, Rubbel-Challenge, Tombola, Würfel-Challenge, Klappkarte, Bundle, Spiel. Alles, was nicht aufgeführt ist, jeweils 4 €. Richtig, richtig cool. Wie ist denn das eigentlich? Ich kriege ja sehr, sehr viele Tauschpäckchen. Zählt das dann auch? Ja, aber ich bestelle ja auch. Ich komme ja trotzdem nicht drum rum. Es ist ja so. Aber es macht ja auch Spaß. Es soll ja auch so sein. Und
Ja, da zahlt man dann noch gern noch ein bisschen Strafe on top, oder? Genau, hier haben wir die, kommen wir da für die Lose und hier können wir dann rubbeln. Rechnung. Anzeigesamt, richtig coole Idee. Mega, ah, da freue ich mich drauf. Und hier können wir nochmal würfeln hinten, guckt. Für diese kleinen Säckchen hier, diese Geldsäckchen. Sehr, sehr cool. Also da freue ich mich, das wird auch gleich mit reinwandern, weil ich glaube, dass, ja, das brauchen wir. So, genau, was haben wir hier? Genau, die 26-Wochen-Challenge, die hatte ich mir auch nochmal ausgesucht. Im Shop von der lieben Conny. So, wo ist es denn? Es will nicht. Na, nur, sag mal. So, bin ich denn jetzt so blöd oder was? Da unten ist es. Wie komme ich denn da oben auf denn? Naja, gut. Ja. Ach, da war der. Ja, okay. So, genau, schaut mal, die ist nämlich auch richtig, richtig cool. Da haben wir nämlich für jede Woche immer eine Aufgabe. In welchem Jahr bist du geboren? Spare die Quersumme, da können wir rubbeln. Welcher Wochentag ist heute? Spare die Anzahl der Buchstaben. Hast du in den letzten 7 Tagen online geshoppt? Ja, 12, nein, 6. Spare 10 Euro, ziehe ein Los. Also wirklich ganz, ganz viele verschiedene Aufgaben. Können wir dann immer abhaken. Für 26 Wochen. Und die Idee fand ich auch richtig cool. Nutze einen Würfel deiner Wahl, ziehe ein Los, spare, ziehe ein Los. Was ist dein Lieblingstier? Spare die Anzahl der Buchstaben. Das finde ich eine richtig coole Idee. Und hier geht es noch dann weiter. Und hier haben wir gleich den Tracker mit dran. Noch auch laminiert, schön. Also kann man es dann wieder verwenden. Sehr cool. Ich denke mal, das wird mit in meinen Jahreschallenge-Spender einziehen. Weil das macht dann ja auch Sinn. Ist ja gut, ist keine Jahreschallenge in dem Sinne, aber ist ja auch was, was sich so fortlaufend durchzieht, ne? Genau. So, und dann haben wir hier noch Happy Easter. Oh mein Gott. Ich weiß nicht. es ist eigentlich extrem unnormal, dass man sich als 40 plus, oh Gott, 40 plus, dass man sich so dämlich hat und so Sachen so niedlich findet. Sagt mir bitte, dass es euch auch so geht. Sagt mir, dass es normal ist. Ich zweifle echt manchmal an mir und denke, das ist doch nicht normal, oder? Ob sich andere in dem Alter auch so dämlich haben, so. Ich weiß nicht. Naja, vielleicht ist es auch ganz gut, wenn man sich das innere Kind da bewahrt. Und Sachen einfach niedlich findet und es auch zugibt und nicht so abgeklärt und ja, an Sachen rangeht. Ich glaube, das kann gar nicht schaden. Happy Easter, guck mal, wie niedlich. Und der Kleine in der Hose. Und hier das Küken. Und oh, schon wieder dieses Süß. Das hätte ich ganz gern bitte so als Druck für die Wand oder als schönen großen Stick oder noch besser als. So als Rub-on, nee, als Transferbild für meinen Planer. Ja, das hätte ich gern. Die sind auch so bezaubernd, jetzt mal ehrlich. Diese Bunnies in den Blüten. Sehr süß. Dann haben wir hier einen Tracker wieder passend dazu und ein kleines Spiel. Guck mal. Hier mit dem Magnet. Da unten ist der Shot. Da sind ja auch die. Oh! Conny, wir müssen reden. Da sind noch mehr von diesen süßen Bunnies in den Blumen. Guckt mal. So süß. Guck mal, hier gehen wir im Kreis und auf den Kükchen können wir sparen. Und da hinten kommst du dann auf diese süßen Hasen in den Blüten, in die ich ja einfach mal schockverliebt bin. Du brauchst noch Deko und die ist teuer. Ja, das stimmt. Spare 15 Euro und so weiter. Ich will jetzt noch nicht alles spoilern. Aber richtig, richtig niedlich. Oh, das darf auf jeden Fall auch noch mit rein. Ich habe festgestellt, ich habe gar nicht so viele Ostersachen. Ich habe gar nicht so viele Osterspiele. Also ich bin da noch voll im grünen Bereich für März, April. Definitiv. Also. So, dann haben wir hier noch was. Ein Hütchen noch. Thank you. Da haben wir noch eine Rosalie. Eine Rosalie.
zum Abstreichen und zum Rubbeln. Mit Tracker auf der Rückseite. Dann haben wir noch Hello Spring. Oh, die ist auch mega schön, ne? Mit der Katze und den Vögeln. Ist auch alles so die Farben. Oh. Diese Pastellfarben, da hast du mich sofort. Zum Abstreichen und zum Rubbeln wieder. Dann, oh, jetzt nochmal. Sommerlich, tropisch. 200 Euro. Diese, wie heißen die, Schwimmreifen? Nee, Rettungsreifen. Mit diesen hübschen Hibiskusblüten hier. Zum Abstreichen und zum Rubbeln. Auch voll schön. Und der Ankerlichten. Oh ne, der passt ja so richtig schön. Ne? Also zur Ostsee, Nordsee. Wir sind ja auch so Meer. Also wir lieben ja das Meer, die Ostsee in erster Linie. Da passt das ja auch mega, mega gut. Ankerlichten zum Abstreichen und zum Rubbeln. Voll schön. Oh mein Gott, so viel. Liebe Conny, ich danke dir. Ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir von Herzen, was du mir da alles zugeschickt hast. Mit so viel habe ich im Leben nicht gerechnet. Du hast mich da echt verwöhnt. Ganz, 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 ganz lieben Dank. Und ich freue mich schon wie ein Schnitzel, die Sachen einziehen zu lassen und zu besparen und zu bespielen. Und jetzt wird es wieder schwierig. Jetzt kommt wieder die Qual der Wahl. Womit fängt man an, ne? Also definitiv mit den Ostersachen. Das darf auf jeden Fall in mein Jahresbeine gleich rein. Holy shit, I did it again. Muss definitiv rein. Ich glaube, die brauche ich auch fortlaufend. Ach, Leute, ich sag's euch. Ich bin auf jeden Fall gerade ein Happy Camper. Ganz, ganz, ganz lieben Dank. Ich packe das kurz auf Seite, weil ich das nachher gleich in meinen tollen neuen Binder einsortieren werde. Ich wollte damit euch noch einmal komplett durchgehen. Aber ich werde euch einmal ganz kurz zeigen. Moment, ich hole ihn mal. So, guckt mal. Ich kriege das jetzt hier natürlich überhaupt gar nicht rauf. Da muss ich, glaube ich, wenn ich euch den mal komplett zeige, hier umbauen. Aber ich hoffe, ihr seht es so im Ansatz. Ich hoffe, ihr seht es im Ansatz. Ich habe so einen großen, dicken, fetten Ordner hier. einfach so einen ganz normalen, sticknormalen Ordner, ne? Und habe hier vorne mir so ein, eins von diesen Schiebebildern, Wasserschiebebildern, wisst ich, wie die heißen, Transferbildern drauf gemacht. Hier, Illustration, Budget, Kerze, Kaffee, Taschenrechner, Würfel, Kürbis, Flieder, Kristalle, Salbei, Räucherwerk, Katzis, alles, was mir gefällt. Und Sparspielsammlung. Und da habe ich jetzt nämlich, oh Gott, nee, das ist Platz. Nee, platztechnisch kommen wir da nicht an auf den grünen Zweig hier. Aber ich will es euch wenigstens kurz zeigen. Beim nächsten Mal zeige ich es euch dann detaillierter und dann mache ich hier vorher Platz. Auf jeden Fall habe ich hier verschiedene Hüllen mir einsortiert. Und zwar einmal so eine Zweierhüllen mit 13x18 Format, wo ich die Sparspiele reinsammeln kann, reinsortieren kann. Und so eine Dreierhüllen, wo ich die ganzen Challenges perfekt einsortieren kann. Und ich habe die jetzt hier nach Shops sortiert und kann jetzt hier einfach so schön durchflippen und habe die alle übersichtlich und kann wieder genau aussuchen, was als nächstes einziehen darf. Und werde hier auch die dann wieder reinpacken, die wo aus dem Bein rauswandern. Ihr wisst, ich gebe die ja trotzdem auf und viele spiele ich ja dann auch nochmal weiter, weil ich es ja nicht komplett vielleicht beendet habe. Und ja, ich finde das System echt, ich freue mich da jetzt mega drüber. Ich habe auch das, hier, ihr seht, nee, ihr seht gar nichts, ne? Ich weiß, es ist Chaos pur, es tut mir leid. Da, ich habe das Möhrchenspan wieder gefunden, das von der lieben Susan. Weil das hatte ich ja gesucht, das war ja verschollen. Und das hat mich ja überhaupt dazu erst veranlasst, zu sagen, ich muss da jetzt irgendwie ein System finden für meine ganzen Spiele und Challenges, damit ich da einen Überblick habe. Also das ist Schuld daran. und im Zuge dessen habe ich es dann auch wieder gefunden. Yay. Auf jeden Fall habe ich die jetzt alle hier so schön drin und freue mich da mega, mega, mega drüber. Das ist richtig cool. Und da wandern die neuen jetzt auch gleich mit rein. Ja, das wollte ich euch kurz zeigen. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich das hinstellen kann. So, das kommt da erstmal auf Seite. So, Fussel weg. Wieder alles gerade rücken hier.
Was war hier? Ach, guck mal, wollte ich auch. Ich habe so viel zu zeigen. Ich, habe ja mal wieder eine Bestellung bekommen. Und habe mir dann einen kleinen Taschenrechner mitbestellt. Guck mal, ist der nicht cool? Ist der nicht cool? Ich liebe ihn. Aber wirklich, ich wollte, weil ihr kennt ja diesen hier, ne, den ich immer nutze. Ah, wo ist er? Da ist er. Und ganz ehrlich, irgendwie, ich tippe immer auf 2, 3 Zahlen gleichzeitig. Also auf 3 nicht, aber auf 2. Ich hab einfach zu große Hände. Ich habe zu große Bärenpranken für so eine kleinen Tasten. Ich weiß nicht, ich komme damit, der ist mir zu nutschig und so, die Tasten so fipsig. So. Ich weiß es nicht. Ich fand ihn immer schön, aber irgendwie... Und ich wollte immer so einen haben. Ich brauche immer was, wo ich so richtig so... Wo du hörst, wo du mechanisch merkst, dass du tippst, ne? Und die waren mir eigentlich immer zu teuer, weil die gibt es ja auch zum Beispiel bei Amazon und die waren da relativ teuer, so mit diesen... Und dachte ich, nee, komm, da teilen 25, 30 Euro noch mehr. Nee. Und jetzt hatte ich den gefunden bei Temu. Ja. Keine Diskussion über Temu. Entweder man liebt es oder man hasst es oder man sagt, ist okay, aber nicht für mich. Kann jeder halt in den Dachdecker. Auf jeden Fall gab es den da für, ich weiß nicht, was das war, 6, 7 Euro. Also relativ günstig, wie ich finde. Und dachte mir, komm, ja, kannst du so viel nicht verkehrt machen. Und ich liebe ihn. Guck mal, da kannst du so richtig schön drauf rumhämmern und die Tasten drücken. Und du merkst, wenn du die Tasten drückst, ne? Also kannst du nicht aus Versehen auf 2 landen irgendwie. Und ah, ich liebe es. Ich finde es voll schön. Ich mag den. Ah, I love it. Ich finde ihn voll schön. Ich liebe ihn. Ja, sagte ich bereits, ne? Mein neuer Taschenrechner. Hm, die Farben auch, ne? Pastell. Ja. So, das wollte ich euch noch zeigen. Und irgendwas wollte ich... Ach ja, mein Glas wollte ich euch noch zeigen. Ich hatte ja beim letzten Mal diese ganzen farbigen Stifte immer gesucht und das hat mich ja irgendwie echt ramlösig gemacht. Und dann dachte ich, gut, okay. Und dann hatte ich mir noch so ein Rubbel... wie heißen die Dinger? Die heißen ja nicht Rubbelsticker. Die heißen... Keine Ahnung. Schiebetransferbilder, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir da noch eine kleine Budget Witch mit ausgedruckt. Guck mal, seht ihr das? Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Eine kleine Hexe mit Budget und einem Taschenrechner und 2 Miezekätzchen. Und das habe ich mir jetzt auf dieses Glas hier gemacht. Und die steht jetzt hier mit. Und ich finde es schön. Und ich freue mich. So, jetzt habe ich euch... Ach nee, eins habe ich noch. Guck mal, ich habe noch was Neues ausgedruckt. Eine... Ah, hier ist Heißkleber dran. Schatzi hat wieder mit Heißkleber bewerkelt. Eine Würfelbox. Braucht man eigentlich nicht, aber ich fand es irgendwie witzig. Da kann man dann so ein Set, ich habe nämlich so ein Set mit ganz vielen, also wo dann von einer Sorte, von einem Set quasi alle dabei sind. Ne? Ein 4er, ein 6er, ein 8er, ein 10er, ein 12er, ein 20er. Und die wollte ich dann alle einmal hier reinpacken. So habe ich dann nämlich immer passend einen von einer Sorte griffbereit. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Also, dass man die da alle so schön drin sortieren kann. Fand ich ganz cool eigentlich. Und da habe ich mir das ausgedruckt, passend zu meinem, hier zu meiner Cash Stuffing Station und zu allem. Ja, fand ich ganz schön. So, jetzt habe ich euch aber wirklich alles gezeigt. So, Gummibärchen. Jetzt spielen wir. Wir spielen! Yay! Und wir fangen mit dem hier an. Da war man nämlich bisher erst einmal drinnen in diesem Monat. Da müssen wir definitiv noch ein zweites Mal ran. Und zwar geht es als erstes in die Rubrik Urlaub und Ausflüge. Wir starten mit Kampf um den Kontinent von der lieben Steffi. Und der Magnet ist wieder weg. Ich fasse es nicht. Ich glaube, dieser Magnet, der ist mir bis... Ich glaube, der ist noch nie da geblieben, wo er hingehört. Ich muss jetzt gerade mal suchen. Wir waren beim letzten Mal nämlich auf... Nee, da ist er, da ist er. Da oben in der Ecke hat er sich versteckt. Kommando zurück. Habe ich ihn umsonst? So. Jetzt. Umsonst des Verschwindens bezichtigt. Genau. So, weiter geht's. Würfel. Fuchs, los geht's. Eine 4. 1, 2, 3, 4. Wir kommen auf den Totenkopf. Und der Totenkopf sagt uns was? Wir begeben uns aufs Schlachtfeld. Na, das geht doch gut los hier heute.
Das geht doch gut los. So, Schlachtfeld. Wir würfeln mit dem Viererwürfel. Schwupps. Und haben eine 3. Also die Zwerge haben noch gar nichts. Und sparen hier 1 Euro für die Zwerge. So, bisher ist das ja alles noch super ausgeglichen. Gut, wir waren ja auch erst 3 Mal auf dem Schlachtfeld. 1 Euro. Ach komm, dann können wir nochmal. 1 Euro ist ja ein bisschen wenig, ne? Eine 3. 1, 2, 3, 5, 6. 6 Euro. 6 Euro, komm einmal noch. Eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gut, dann haben wir 11 Euro. Ich dachte, ich kriege die Sache irgendwie rund, aber kriegen wir nicht, also machen wir 11 Euro. So, 11 Euro. 11 Euro. Ich tausche mal das hier erstmal gegen den 20er. So. Und dann packen wir hier nochmal 10 und 11 rein. So. Wir haben heute den 24.02. plus 11 macht 33. Sehr schön. Sehr schön. So, Wintervorrat. Da müssen wir ja auch mal langsam zu Potte kommen hier. Weil, ja, der Winterschlaf ist ja nun eigentlich schon so gut wie vorbei, ne? Eine 1. Wir kommen... Ach nö. Pausieren. Du musst etwas ausruhen. Sparpause. Nö. Nö. Einfach mal nö. So, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Die Walnuss. Die Walnuss ist 40 Cent. Ich weiß, ich hasse meine eigenen Beträge. Ich würde es nie wieder machen, ich schwöre. Ich weiß selber nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Bei Beträgen wie 40 Cent oder 80 Cent oder 1,20. Ich habe keine Ahnung, was mich da geritten hat. Ich werde es nicht mehr machen. Also, ich mache es jetzt immer so, dass ich aufrunde. Ne? Also bei der Walnuss bei 40 Cent schreibe ich mir jetzt einfach mal 50 Cent auf. So, dann können wir eine Walnuss ausmalen. Na, das schaffen wir doch nie. Das schaffen wir bis zum nächsten Winter hier. Naja. So, eine Walnuss. Eine Walnuss. Eine Walnuss. So, dann würfeln wir gleich nochmal. Eine 1. Eine 1. Kastanien und Würfeln. 3. Also 3 Kastanien. 1,50. 3. 4,50. 4,50. Und 3 Kastanien können wir ausmalen. 4,50 und 3 Kastanien. Man könnte sich auch für eine Farbe entscheiden, aber naja. Schön. 4,50 und 50 Cent. Guck mal, ich habe gleich den tollen Block eingeweiht. 5 Euro. Jo, das machen wir. Das klingt gut. 5 Euro klingt gut. Und macht 18,80 €. Was für eine bescheuerte Summe. 23,80 €.
Ja, gut. Aber wenigstens kann ich mich selber dafür kritisieren. Ich kann keinem anderen die Schuld in die Schuhe schieben für diese dämlichen Beträge, ne? Naja, gut. So, wir begeben uns in Simon's Pub von Leafy Budget. Wir sind da und schauen mal. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dann kommen wir auf diesen Jukebox, ne? Du musst die Rechnung bezahlen, nimm die Burning-Karte zur Hand. Nee, ist es die Jukebox oder ist es der... Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Die sehen so... Nee, das ist die Jukebox. Das ist der, ne? Ja, das ist die Kasse. Die Registrierkasse. Das ist die Jukebox. Die Registrierkasse sieht aus wie eine Jukebox. Nein, wir müssen die Rechnung bezahlen. Bringen eine Karte zur Hand. Okay. Rechnung. Jetzt muss ich... Wartet. Was muss ich machen? Muss ich, ich weiß, da war der Plus-Minus-Würfel bei, ne? War da nicht der Plus-Minus-Würfel dabei? Ich glaub's, oder? Oder? Plus Minus von Sparen, plus die Höhe, die niedrige. Ja, der war auf jeden Fall dabei. Also denke ich mal. Was soll ich mal sagen? Nimm die Bandkarte zur Hand. Ich würfel jetzt einfach mal hier. Der liebt es echt. Minus. Okay, ich mache jetzt einfach. Falls ich es falsch mache und du das Video siehst. Dann weiß mich bitte darauf hin, aber wäre jetzt so, wie ich es machen würde. Und jetzt würde ich das aufhobeln und gucken, was dabei rauskommt. 10? Da bin ich ja schon froh, dass da ein Minus steht und nicht ein Plus. Ach nee, das ist ja immer zu weich zum Rubbeln hier, der Untergrund. So, 10. Minus 4. Okay, also... 6 Euro. Ja, würde ich sagen so, ne? Also macht Sinn, oder kennt ihr es? Wisst ihr es? Ist es anders gedacht? Ich denke, es macht Sinn so, ne? Ja. Also 6. Ja. So. Plus 6 macht 18 Euro. So, 5 und 6. Rechnung kommt wieder rein. Und dann verabschieden wir uns wieder aus Simon's Pub und ja, starten das Drachen-Dungeon. So. Okay. So, dann werden wir uns hier mal einen Drachen zu Gemüte führen. Und zwar den da. Barokan, okay. Barokan. So, jetzt, der Drache nimmt den 6er-Würfel und... Der Held nimmt den 12er-Würfel. So, jetzt muss der Held, was ja in dem Fall dann wohl ich bin, erstmal einen 12er-Würfel finden. Seht ihr, hätte ich meine gute Würfelbox schon bestückt, dann wäre das jetzt ganz easy. jetzt muss ich erstmal einen 12er-Würfel suchen. Wie sieht denn ein 12er-Würfel aus? Ich komme immer voll durcheinander. Ne? Da ist, glaube ich, einer. Ne? 11, 12, ja. Also nehmen wir den 6er, guck mal, der passt doch optisch dazu. Ich glaube, die waren bestimmt auch dabei. Die sehen so stimmig aus, so passig. Guck mal, die drei.
Das ist auch ein 12er, oder? Ja. Wieso habe ich zwei 12er auf der gleichen Farbe? Gut. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. So, ich würfel dann mal. Zack, zack. So, der Drache. 6er Würfel. Der Drache hat eine 2. Und der Held, in dem Fall ich, hat eine 5. Also habe ich gewonnen. Und ich reduziere die Leben des Drachen um die Differenz. So war das, ne? Genau. Also 3, um 3. So. 1. Ah, ne, falscher Stift. Falscher Stift. Den. 1, 2, 3. Achso, und was ist, wie war das jetzt? Ach nee, dann, wenn ich gewinne, muss ich nichts sparen, oder? Wie war das? Moment. Jetzt musst du 2 Euro, nee, der Drache würfelt eine 6 und du eine 4. Jetzt musst du 2 Euro sparen, die Differenz, genau. Der Drache würfelt eine 3 und du eine 5. Dem Drachen werden 2 Lebenspunkte auf der Karte abgezogen. Aber da muss ich nichts sparen, nee. So, jetzt würfel ich ja nochmal, richtig? Richtig. Der Drache hat eine 6 und ich habe eine 3. Also habe ich verloren und spare die Differenz, also 3. 3. So. Ich habe eine 10 und der Drache eine 2. Also 8. Ja, das war dann nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exitus. Der Barokkan ist dann erledigt, würde ich mal sagen. Und wir sparen 3 Euro. So. Und ich glaube, ich möchte das ja immer. Ich mache das jetzt einfach wieder weg, ne? Ja. Weil der kommt ja zurück in den Stapel. Ja, aber so. Genau. Sehr, sehr cool. Ich mag das Spiel. Das ist von Kaffee und Quatsch. So. Dann tricken wir das Ganze noch. Ach nee, den habe ich gedacht. Jo. So, 24. 3 Euro. Dann haben wir hier 4, 5, 6, 7 Euro. Zack. Habe ich das Geld reingepackt? Nee, ne? 4? Nee. 5, 6, 7. So, kommen wir in die Rubrik Gesundheit und Wellness. Da haben wir hier noch den Winter Spa Jack. Und den können wir jetzt mal abschließen, weil dann können wir den nämlich endlich gegen den neuen Spa Jack austauschen. Wir würfeln. Wollen wir mit einem 6er würfeln? Oder wollen wir mal richtig in die Vollen gehen und das spannend machen und mal mit dem 12er Würfel würfeln? Was wollen wir machen? Wir würfeln mit dem Spellbar-Würfel. Die Sache ein bisschen. Der Sache. Blöde Idee. 10. Jo. 10. Leute, ich kann jetzt schon die Arschkarte ziehen, ne? Es ist euch klar, oder? Das macht die Sache natürlich spannend, ne? 7. 7. 17. So, ich werde einen Teufel tun und ihn nochmal würfeln. Ich spare lieber 4 Euro. 17. Und wir sparen 4 Euro. Wir können mal spaßeshalber einmal nochmal würfeln. Mal gucken, wie es ausgegangen wäre. Gebt mal einen Tipp ab. Eine 4. Ich schwör's euch, ich hätte genau die 21 erreicht und hätte nicht 1 Euro sparen müssen. Das ist doch jetzt wieder nicht wahr, oder? Naja, so kann es gehen im Leben. Gut, 4 Euro soll es dann sein. 24.02. Nochmal 4 Euro. Dann sind wir bei 41 Euro und sind damit durch. 2, upsie, 4. Und dann tauschen wir den im nächsten Durchgang aus gegen den neuen Sparjack. Sehr schön. So, dann geht's einmal ab auf die Pirateninsel. Wo ist unser Magnet?
Magnetabtrünnig. Oh nee. Magnetabtrünnig. Nicht gut. Gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Jetzt muss ich erst gucken. Ich muss mal kurz gucken am letzten Video, wo wir waren. So, bloß gut. Und das, dass ja alles auf YouTube festgehalten ist, ne? Ich konnte jetzt einfach gucken. Letztes Mal gespielt, 9.2. Video gecheckt. Haha, da waren wir. So, dann geht's weiter. Eine 5. 1, 2, 3, 4, 5 sind 4 Euro. So, dann nochmal. Eine 6. 1, 2. Wo wollen wir lang gehen? 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Dann gehen wir doch dann. Nee. 3, 4, 5, 6. Nee, warte mal. Ha! 1, 2, 3. Nee. Ah, Leute! 1. Nee. Reset-Button nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naja, gehen wir da langsam. Kommen wir auf die 2. So, sind wir bei 6 Euro. Ich würde gerne einmal noch unten. 3. 1, 2, 3. So, bitte lass es jetzt was Schönes sein. What? Dein Schiff gerät in einen Sturm. Würfelst du eine gerade Zahl, schaffst du es, dein Schiff aus den unruhigen Gewässern zu manövrieren. Würfel erneut und ziehe weiter. Bei einer ungeraden Zahl sinkt das Schiff. Beginne von vorn. Oh. Wir haben eine ungerade Zahl. Eine 5. Eine 5. Eine 5, also, jo. Seht ihr, Leute, ich hätte mir ja keine Gedanken darüber machen brauchen, wo wir waren. Weil wir fangen wieder bei Start an. Aber gut, wir waren ja eh nicht so allzu weit von Start entfernt, ne? Gut, dann lass das jetzt einfach bei den 6 Euro, würde ich sagen. Ist dann halt so. Ich wollte so gerne nochmal nach Mildenhall. Hier in Mildenhall weitermachen. Weitermachen, Mildenhall weitermachen. Da ist noch so viel zu tun. Na gut. So, jetzt muss ich nochmal gucken, wo hatte ich das denn getrackt? Da hatte ich ja jedes Mal den Muscle hier. Hier. Okay. 24.02. plus 6. Macht 27 Euronen. So, 5 und 6 und jetzt geht uns langsam ein bisschen das Kleingeld zur Neige. Spart dir die Worte. Spielen wir auch noch eine Runde natürlich. So, einmal kurz auf Seite. So, mein Säckchen. Mein Buchstabensäckchen. Da ist es. So. Dann muss ich mal durch hier. Ups, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, dann schauen wir mal, was wir hier haben. Ein Joker. Joker ist schon mal sehr gut. Zweimal ein R, ein V. Oh je. Noch ein R. Leute! Okay. So, was machen wir da draus? Also das nehmen wir bestimmt als E oder A oder so. Aber wir brauchen ja zumindest mal irgendwas, was wir dazwischen packen könnten. So. Wir nehmen einfach mal fern oder fahren, je nachdem. F. A oder E, whatever. R. Und N. Dann haben wir hier einmal 4, 0, einmal 5 und das ist doppelter Buchstabenwert, also 2, also haben wir 4, 5, 6, 7. 7 Euro. Okay. 7 Euro für fern oder fahren, je nachdem. So. Ach nee, falsch.
24.02. plus 7 macht 98 Euro schon. Mein lieber Schwan. So. 5. Und der letzte Zweier, 6, 7. So, und jetzt gucke ich gleich mal, ob ich hier nicht irgendwas wechseln kann. Hier ist so viel Kleingeld dran. So, 4, 5, 5, 10, 20. Und dafür packen wir einen 20er rein. Gucken jetzt der 5er her. Ui, ist der da rausgeflutscht? 50, 60, 70, 80, 90, 95, ja. So, dann haben wir den schon mal abgefrühstückt. So. Und dann denke ich, haben wir noch locker flockig Zeit für einen zweiten. Und da denke ich mal, ist der nochmal am dransten hier. Da waren wir nämlich auch erst einmal durch in diesem Monat. Genau. So, beginnen wir hier mit der Love Potion aus meinem Kalender. Da haben wir noch einiges abzustreichen. Wir nehmen mal 1,50, 2, 3, 4, 4, ein Durchgang noch. Wir lassen es erstmal. 4 Euro. Macht 9. So, dann haben wir da noch eine Runde. Gut. 2, 4. So, Be My Valentine von der lieben Sandra von Design by Desa. Da freuen wir uns. Wo sind wir? Da sind wir. Da ist er. So, ich nehme mal einen Würfel, den man ein bisschen besser sieht. Oder ihr seht, glaube ich, mit dem Würfel gar nichts, mit dem Weißen. Eine 2. Ah, Stella. 1, 2. Stella. Mein Name ist Stella. Damit ich mich wohlfühle, brauche ich noch ein paar Kleinigkeiten. Würfel und mal die passenden Felder an und spare die Augenzahl. Wo ist unser Stella-Kärtchen? Da ist unser Stella-Kärtchen. Die kleine Süße. Die kleine Süße. Eine 1. Eine 1. Eine Leine. Leine ist wichtig. Leine ist erstmal ganz wichtig. Eine 1. So. Eine 3. Eine 3. Fressnapf ist auch wichtig. So. 4. Ja, lassen wir erstmal 4. Und dann spielen wir vorne noch mal einmal. So, 4. Für die kleine Stella. So. Und dann machen wir hier noch mal eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 Euro. Und noch mal eine 4. 1, 2, 3, 4. Dann kommen wir auf diese hübschen Cookies. Die Herzen schlagen höher. Nimm dir. Nee, nimm die. Dir gehört. Boah, sortieren. Aber komm, bisher habe ich ganz gut durchgehalten. Müsst da zugeben. Nimm die. Dir gehört mein Herzkarte. Würfel, spare die Augenzahl und mal dein Herz in der Würfelfarbe an. Okay. Dir gehört mein Herz. Ach, da ist sie ja. Da vorne ist sie direkt. Guck mal, als wenn sie auf mich gewartet hätte. Die sehen aber auch mega lecker aus, oder? So, würfeln. Schwupp, eine 5. Lila. Ein lila Herzchen. Ein lila Herzchen. Oi, wartet. Ich muss hier, das ist das nächste, was ich sortiere.
Jetzt habe ich meine Challenges und Spiele sortiert. Als nächstes werden Stifte sortiert, weil dieses Geraffel hier geht mir so dermaßen auf die Nüsschen. So, warte mal, Lila. Ich will mal da so ein pastelliges Lila nehmen. Eine 5. So, sehr schön. 5. Dann sind wir jetzt bei 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 Euro. Okay. So. Jetzt sind wir bei 16 Euro. Und 11. So, ab geht's in die Valentine's Bakery von Kaffee und Quatsch. Da geht's los mit der 2. Ui, da kommen wir auf die Rosen. Rosenduft liegt in der Luft. Würfel zweimal und spare die Summe. Okay. Eine 1. Und eine 1. Oh, das ist ja günstig, ne? Haben wir 2. Ah, dann können wir ruhig nochmal, wa? Eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann kommen wir auf diesen Roller. Seit kurzem kann man sich auch von der Bäckerei beliefern lassen. Würfel mit einem 12er-Würfel und spare den Betrag. 12. Da ist er. Eine 7. Okay, 7. Dann haben wir 9. Und ja, 9. Ja, 9. Naja, müssen wir ja nehmen, nicht? Weil jetzt noch irgendwie eine 1. Neun. Gut, nehmen wir 9. 5. Oh je, wir müssen mal gucken. 6, 7, 8, 9. So, ach, ist ja Quatsch, können wir ja jetzt. Wartet mal. 9, so. Und dann gucken wir hier mal. Ist da. Plus 9 macht 15. 24 ist da 2. Sehr schön. So, Kleidung. Der perfekte Wintertag. So, perfekte Wintertag. Eine 5. Was brauchen wir denn noch? Jede Menge. 5. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Komm auf die Handschuhe. Kosten 5 Euro. Und dann können wir uns die hier einmal abstreichen. Ich fürchte, da werden wir im nächsten Winter noch was davon haben. Aber gut. So, 5 Euro. 5 Euro, dann gucken wir mal hier. 10, 2, 3, 4, 5, 6, nimmt einer zurück und 20. So.
plus 5 macht 21. 22. Da ist er noch. 22. So. 24.02. 20. So. Was haben wir hier Schönes? Was haben wir hier Schönes? Hier haben wir nochmal, oder Spar nochmal, in der Valentinstags-Edition. So, und jetzt haben wir auch den richtigen Würfel dieses Mal. Nämlich, upsie, so, ein Sechser, 1, 2, einmal eine 3 und einmal das hellrosa, also 3 Euro. Und ein Dreierfeld. Ach, da hatten wir auch schon hellrosa, seht ihr? Jetzt fragt mich aber nicht, welches hellrosa wir da genommen haben. Wir nehmen mal das. So, wo haben wir ein Dreierfeld? Da. Ja, auch eher lila ist rosa, aber naja. Jo. So. 3, ja, sparen wir 3. So. 3. 1, 2. So. 3 Euro. Und getrackt haben wir, sind dann 7 drin. Bisschen. So, Rubrik Dampfen. Da haben wir einmal Be Perfect. Und da lasst uns mal rubbeln. Ich finde, wir haben heute ziemlich wenig gerubbelt bisher. Sechs Euro. Naja. Da sind wir ja gleich gut dabei. 6 Euro. Sechs. Hier irgendwas abstreichen, da vorne. Jo, dann versuchen wir das mal rund zu machen. 6 und 4. Haben wir dann nicht 10. Ah, so schlau waren wir offensichtlich schon mal. So, sehr schön. Dann kann ich nämlich den 10er auch schon mal hier rausnehmen. Dann kommt der 20er rein. Und passt das gut. Be perfect. So, dann Junior City. Spielen wir noch einmal. Das muss er jetzt leider auch. Entschuldigt bitte. Mein Gott. Doch rauswandern, aber einmal will ich noch spielen. Einmal noch Ginger City spielen. Weil ich lieb's vom Sparstrahl. Eine 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Startziel. Weihnachtsmann. Weihnachtsmann. Würfel erneut und laufe bei einer 1 bis 3 vorwärts, bei einer 4 bis 6 rückwärts. 4 bis 6 rückwärts. 1, 2, 3, 4. Geschenke. Geschenke. Immer wieder diese süßen Geschenke. Es wartet auf seinen neuen Besitzer. Er spart 2 Euro, um ihm die Wartezeit zu versüßen. Okay. 2 Euro. Eine 4. Nicht dein Ernst. 1, 2, 3, 4. So, dann würfeln wir nochmal und gucken. Und jetzt nochmal rückwärts. Nein, hört doch auf! Wieder eine 4, also wieder 4 rückwärts. 1, 2, 3, 4. Das sind wir wieder auf dem Geschenk und können nochmal 2 Euro sparen. Uff, hier habe ich gerade ein echtes Déjà-vu. Nochmal eine 4. Eine 1. Eine Glocke. So, die Glocke. Ui, da wurde wohl wieder eine Bewegung ausgemacht.
Ui, da wurde wohl wieder eine Bewegung ausgemacht. Hä? Verstehe ich nicht. Egal. Spare 1 Euro. Okay, dann sind wir bei 5 Euro. Schöne runde Summe, passt. Bast wackelt hat Luft. Ja. Dann sind wir dabei 35,50 €. Und last but not least, Winterzauber. Lasst uns mal gucken, was wir da machen wollen. Tagetemperatur einziehen, ein Winterzauber los. Ach, lasst uns nochmal losziehen. Die sind so hübsch, die Lose. Wir nehmen die goldene Mitte. So, also 9. Okay. So, macht 43 Euro. Und dann wandern da noch 9 Euro rein. Ja. 5, 6, 7, 8, 9. So. Und dann sind wir durch. Durch diese zwei Binder. Und ich denke mal, dabei werden wir es heute auch belassen für dieses Sonntagsvideo. Am Mittwoch geht es dann weiter mit der nächsten Spielrunde und mit toller neuer Post. Weil ich habe nämlich schon das nächste Päckchen liegen und da bin ich so gespannt drauf. Und das solltet ihr auch sein, weil das ist nämlich von dem lieben Andreas. Und der liebe Andreas, der ist ein echter Magier. Ein echter Magier, was Sparspiele angeht und Challenges. Ihr habt eventuell schon hier und da mal was von ihm gesehen. Ich kann es gar nicht erwarten, das auszupacken. Das werde ich jetzt gleich im Anschluss filmen. Aber ihr werdet es erst am Mittwoch zu sehen bekommen. Jo. Und ja, könnt ihr euch echt drauf freuen, weil der macht so tolle Sachen. Soll ich euch ein kleines Sneak Peek zeigen? Guck mal. Okay, da seht ihr jetzt nicht wahnsinnig viel, aber ich habe jetzt einfach mal spontan eine Sache rausgezogen. Ihr werdet es lieben. Ich werde es lieben. Ich weiß es jetzt schon. Ich bin so gespannt. Kleiner Teaser für Mittwoch. Ja, ansonsten vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch den Sonntag ein bisschen versüßt. Und ich schicke euch ganz, ganz, ganz viel Liebe. Und ja, habt noch einen wunderschönen, traumhaften Sonntag. Entspannt euch ein bisschen. Lasst mir ein kleines Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Oder einen kleinen lieben Kommentar. Da freue ich mich auch immer sehr, sehr, sehr drüber. Und ansonsten, ja, lieben Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Bis dahin.